Wir waren auf dem CSD, das färbt ab. Aber es ist schön. Hat dir gefallen, PC-Bereich? PC hat mir gefallen, CSD fand ich voll nicht gut. Fandst du nicht gut? Nee, das habe ich mich angegriffen gefühlt. Warum? So. Was wolltest du wissen? Ja, ich habe Folgendes passiert. Ich habe mir gedacht, heute ist der Feiertag und ganz Giga hat Geburtstag und das heißt, alle Formate haben Geburtstag und auch die Jungs, die WoW machen, die sitzen ja den ganzen Tag bei sich, ist ein Kellergewölbe und die sitzen ja den ganzen Tag alleine und sind in Azeroth unterwegs oder Orgrimmar, wo sie gerade, wo die Quest gerade hin. Die sehen schon aus wie hässliche Sauschmack-Persiflagen. Ja. Ich sag ja, Felix braucht unbedingt ein Mikrofon. Aber sag mal, und ich bin nicht fertig. Ja, ich weiß, aber... Ja. Gleich. So, und weil wir so barmherzig sind und mit ihnen zusammen feiern, haben wir gedacht, holen wir die Jungs noch mal, Jungs, kommt doch mal hoch. Was sollt ihr da allein im Keller rumsitzen? Wir spielen gerade. Ey, die haben viel zu viel, Licht bei sich unten im Keller. Jetzt kommt, Jungs, komm. Kommt doch mal rüber. Gebt euch mal einen Ruck. Ihr seid einfach auch eingeladen. Mal kurz slash BRB, be right back, so ja. Irgendwie. Kurz der Gilde sagen. Kurz mal AFK gehen. Hello. Ah, geht doch. Hello super. Again. Kurz ein bisschen mal Futter für euch. Slash Leute, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Wir haben UT gespielt. Bleibt mal ganz ruhig. Das da drüben sind zwei Frauen. Okay, nicht gleich ausrasten. So, ich weiß, sind ihr auch zwei Frauen. Florian, möchtest du die Geschichte erzählen? Jetzt ich glaube nicht. Sarah, möchtest du die Geschichte erzählen? Nee, ich denke unsere Welche Geschichte? Ganz ehrlich, wenn man eine Geschichte anschneidet, so wie du sie jetzt mal anschneidest, muss man sie erzählen. Finde ich auch. Absolut. Ja. Sarah, komm doch mal her. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ja, egal, aber die Geschichte ist gut. Welche Geschichte? Ja, welche Geschichte? Jetzt hast du jeden hier... Wovon ihr redet. Liebe Leute, ihr draußen wollt sich jetzt hier die Geschichte wissen. Welche Geschichte? die Geschichte. Aber du kannst sie erzählen. Da hinten, selbst die PCler wollen die Geschichte wissen. Geschichte. Ja, aber ich glaube, Nils muss sie doch erzählen. Wer erzählt sie denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ich finde, also weil der Flo, der sagt zu dir immer Frau Senkbeil. Das sagen wir doch alle. Das ist, weil es dein Nachname sagen ist. Sagen es alle? Ja. Ist das die ich nicht. Na, du vor allem sehr viel hinter deinem Rücken. Ja. Also doch alle, ja. Tun sie. So, und da ist ja so, dass einige Leute, die finden das nicht nett. Und die haben sich ja überlegt, da mal eine Racheaktion zu starten. Da gehöre ich aber nicht zu. Also von daher... Nee. Was da vorgefallen ist. Soll ich selber erzählen, Phil? Jetzt will er doch. Ja, bitte. Ja, bitte schön. Angst, dass ich was Falsches bevor, erzähle. Nein, Philipp druckst dir so rum und möchte das sich natürlich nicht bei mir unbeliebt machen. Ich glaube, Philipp hat eine Racheaktion ins Leben gerufen. Und zwar macht aus Frau, nee, aus Herrn Kamolz, Fräulein Kamolz, glaube ich, war es. Und, Mensch, was ein Konter, ey. Fand ich auch sehr genial. Und dieses einfallsreiche Fräulein Kamolz-Ding... Das fliegt euch einfach so zu, oder? Das Ding ist, hätte ich das gewusst, ja, wäre ich heute Abend auch im Kleidchen gekommen, aber leider hat man mir nicht Bescheid gesagt. Hättest du ja Krieger fragen können, werdet ihr zusammen. Ja, ich habe es gerade auch mit Erschrecken gesehen. Also ich glaube, wir sind hier einige Männer, die gerne mal die weibliche Seite rauslassen. Und ich weiß gar nicht, wie ihr es mit uns raushaltet, ihr zwei Hardcore. Ich hätte Heteros. Ja, es ist tolle Geschichte. Also ja, so super kompliziert, fand ich auch echt. Das war jetzt wirklich die ganze Aufregung wert, muss man sagen. Habt ihr irgendwas mitgebracht? Du hast da ja so ein schönes schwarzes Mauspad. Ich habe schon mal versucht, dir das hier unterzujubeln. Ja, das wurde mir geklaut. Ich finde nämlich, das ist eins der Sensationen und eigentlich das einzige Highlight, was es bei uns in den WoW-Sendungen gab. Wir haben ein eigenes Mauspad bekommen. Jetzt sei mal nicht so bescheiden. Ja. Ihr habt immerhin 40-Mann-Raid in 3 Stunden geschafft. Vier. Und ihr beide Level 70 jeden Charaktere. Monat. Das muss man ja auch mal drei. Ja, willst du mir das jetzt schenken? Oder was? Das krieg ich nach der Sendung wieder. Ja? Ja, das ich will es behalten, oder was? Nee, aber tu so, als ob du es kennst. Ja, das haben wir abgesprochen. Ja, ja so. Tu so, als ob du das respektierst. Das Geschenk. Ja, ich respektiere euch. Ist das die Cola, aus der Maxi getrunken hat? Oder ist das die... Und, nee, das da möchte man andere. Da habe ich extra, habe ich neu aus dem... Ihr trinkt so Scherz. Ja, Jungs, ihr habt ja noch, außer das Mauspad, habt ihr noch was anderes mitgebracht. Und zwar, ihr habt ja immer wieder lustige Episoden rund um World of Warcraft. Manchmal ist es so, das Spiel tritt über seine Grenzen ins echte Leben hinein. Das war ja nicht so lustig. Wir haben nichts Lustiges mitgebracht. Nee, das ist aber traurig gewesen. Was war das? Ihr wart auf dem Release vom Add-on, oder? Was genau, also es gab einen Mitternachtsverkauf in vielen großen Städten in Europa zu Burning Crusade. Blizzard hat sich da nicht lumpen lassen und... Wir waren in Köln mal mit dabei und hatten da den journalistisch gesehen richtigen Riecher, denn dort gab es einen kleinen Eklat. Wahnsinn.
Ist die Horde aufgetaucht? Nee, es war so der Tag, was ich so angekündigt, Mitternacht war. So, ey, wer geht denn Mitternacht dahin, um sich das Spiel zu holen, wenn das Stunden später dann im Laden kaufen kann? Ich so, du hast eine Tasche in der Mitte, das, ein paar gut, da stehen dann so drei Leute vorm Laden. War so mein persönlicher Gedanke, bis wir dann ankamen. Ja, und Phil sagte auch, lass es auf jeden Fall hin, weil er wollte es halt auch Mitternacht haben. Ah, nee, ich darf nicht mehr fies sein, ja. Entschuldigung. Ja, na gut, schauen wir mal rein. Das Problem an der Realität ist ja, mit Heiltränken kann man sich nicht helfen. Schau es dir mal lieber an. Genau, lass mal rein. Wir haben zwei relativ heftig Verletzte gesehen. Plastwunde am Kopf, es hat geblutet, die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geflackt, die Masse hat sich, wir haben ein paar hundert Leute hier draußen vor der Tür stehen und die haben sich mit aller Macht gegen die Tür gestemmt, als wir in die nächste Fuhre rein sollte und die Tür, man hat in Zeitlupe gesehen, sie ist, hat sich richtig gefällt. Sie hat sich gebogen, hat eingebogen, ist geplatzt, ist gerissen. Und die Leute haben danach, nach dem großen Knall, noch weiter hier reingedrängt. Es wurde ein Junge sehr arg in die Gitter gequetscht. Deswegen jetzt hier auch Polizeiunterstützung vor Ort. Wir sehen das hier vorne. Und werden jetzt ein bisschen die Security, denke ich, unterstützen, dass das hier zumindest nicht noch mehr ausartet. Denn das sind natürlich Ausmaße, die hat keiner erwartet. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie hier vor Ort angekommen sind und die Menschenmassen gesehen haben? Wir sind völlig überrascht worden von der Situation, dass hier so ein Riesenandrang für ein Computerspiel ist. Wir versuchen jetzt noch einmal an die Vernunft zu appellieren mit entsprechenden Lautsprecherdurchsagen. Wir haben es draußen bislang probiert, aber noch nicht alle erreicht, weil es einfach zu viele Leute sind. Und wenn das alles nicht funktioniert, werden wir eine saure Apfel beißen müssen und dann wird der Laden dicht gemacht. Wir haben gedacht, hier kommen irgendwie 500, 600 Leute, es ist alles handelbar mit den Drängelgittern und so. Aber dass so eine Euphorie in diesem Spiel drinsteckt, hätten wir uns nicht vorstellen können. Sie haben schon Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die 2-Uhr-Grenze aufheben. Hier wird verkauft, bis entweder die Spiele weg sind oder die Leute alle weg sind. Die Verletzten haben Gratisexemplare natürlich von Ihnen bekommen. Das sind das alles so ein bisschen, sagen wir mal jetzt die Eingeständnisse, dass Sie das absolut unterschätzt haben, was hier für ein Andrang kommen könnte. Also wir haben mit viel Andrang gerechnet, in der Tat, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass uns die Leute dermaßen erstürmen. Das war für uns nicht vorhersehbar. Bei aller Planung geht gar nicht. Was ist denn eben passiert? Ja, also du siehst es natürlich an meinem Kopf. Vor der Scheibe die Massenansammlung, du wirst einfach in die Scheibe gedrückt, die Scheibe platzt, überall spiegen Blasplitter rum und dann natürlich, klar, blutet der Kopf wie Sau. Bei dem einen ist viel Blut geflossen, aber trotzdem, es geht Ihnen, glaube ich... Dramatische Szenen haben sich da abgespielt, oder? Sehr lustig, total verletzt und das Wichtigste, das Exemplar geht nach Hause spielen. Echt? Hat der Typ sich verletzt oder war er nicht geschnitten? Hast du es nicht gesehen? Er hat halt wirklich so eine Platzwunde am Kopf gehabt. Wahnsinn. Er hat noch so ein Stück Scheibe im Kopf und sagt, ich brauch Burning-Küsse. Nicht mal, wenn die beiden zu Gast sind, kannst du aufpassen, Eddie. Die war leider nicht da. Du darfst niemals ein Real-Life-Raid ohne Support-Einheit machen. Besser. Trägt ein Turban wie Uli Hoeneß seinerzeit. So, wir müssen jetzt Werbung machen. Habt ihr voll Bock auf Werbung? Ja. Yay! So, und das machen wir jetzt auch, um die Leute zufriedenzustellen. Schnell, eure Werberinge zusammen. Werbung! Werbung! Die Power Ranger sind fünf. Ach so,